Der Wald. Ökologisch betrachtet eine Lebensgemeinschaft mit einer typischen Pflanzen- und Tierwelt. Hier herrschen ganz eigene Klima- und Bodenbedingungen. Weltweit sind etwa 30% der festen Erdoberfläche mit Wald bedeckt. Aber Wald bedeutet den Menschen weit mehr. Gerade in unserer schnelllebigen und hochtechnisierten Welt ist der Wald für die meisten Menschen Natur schlechthin. Alleine das Wort Wald weckt Sehnsüchte, beflügelt die Sinne und schenkt magische Momente. Als Schauplatz vieler Sagen und Märchen ist er uns seit Kindertagen vertraut. Ganze Landstriche in Deutschland sind nach ihm benannt. Schwarzwald, Odenwald, Westerwald und noch viele andere mehr. Noch vor 2000 Jahren war das alte Germanien ein Land von undurchdringlichen Urwäldern, in denen wilde Geister und Dämonen hausten. So glaubte man damals. Heute dagegen sind es größtenteils exakt kartierte Nutzflächen mit eigenem Wegenetz. Der einst wilde Wald ist gezähmt. Aber nichts bleibt so, wie es gerade ist. Alles ist in Bewegung. Auch der Wald ist einem ständigen Wandel unterworfen. Der Film erzählt eine Geschichte, die zu schön ist, um wahr zu sein. Aber sie könnte es durchaus sein, wenn der Mensch den Wald einfach nur ein bisschen mehr Wald sein ließe. Aber das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Solange ich mich erinnern kann, zieht es mich in jeder freien Minute hinaus in die Natur. Nirgendwo anders fühle ich mich glücklicher als draußen im Wald, unter dem mächtigen Dach der großen Bäume. Für die meisten Menschen ist er nur das Symbol für Natur. Für mich bedeutet der Wald viel mehr als nur Waldeslust und grüne Lebensfreude. Fast alles interessiert mich. Ich will verstehen und begreifen. Vor allem jedoch faszinieren mich die Tiere des Waldes, die ich so gerne beobachte. Dabei mache ich keinen Unterschied, wie groß oder klein sie sind. Jedes Erlebnis ist für mich von besonderem Reiz. Hin und wieder denke ich darüber nach, welches Privileg ich genieße, die Natur und vor allem die Tiere so nah und intensiv erleben zu können. Dafür nehme ich mir viel Zeit. Es ist für mich die Faszination des unmittelbaren Erlebens. Ich bin direkt dabei, hier und jetzt. Und noch etwas schenkt mir der Wald. Ich kann ungestört abtauchen in eine andere Welt. Mich fallen lassen. Mit jedem Atemzug spüre ich den würzigen Waldduft und kann dabei völlig ungestört dem Konzert der Vögel lauschen. Früher bin auch ich gedankenlos durch den Wald gejoggt. Nur der Weg war mein Ziel. Dann kam Forex und alles wurde anders. Täglich spazierten wir gemeinsam durch den Wald. Dabei entdeckte die feine Hundenase immer etwas Neues. Auch ich machte meine Erfahrungen. Und so verdanke ich schließlich unserem Hund mein heutiges Interesse am Wald. Jahre sind seither vergangen. So mancher Sommer kam und ging. Nicht nur der Wald, auch ich habe mich verändert. Mit meiner Familie wohne ich ganz in der Nähe des Waldes. Aber meine regelmäßigen Pirschgänge unternehme ich ganz alleine.
Besondere Erlebnisse, kleine Abenteuer und Begegnungen halte ich in meinem Waldtagebuch fest. Und genauso die Stellen im Wald, an denen ich regelmäßige Beobachtungen mache. Viele Tiere kenne ich schon seit langer Zeit. Manche begegne ich nur im Sommerwald. Zu allen Jahreszeiten habe ich den Wald ins Herz geschlossen, wenn er sich im Herbst in leuchtenden Farben präsentiert. Oder im Winter der Schnee den Wald verzaubert. Kaum erwarten kann ich aber den Frühling, wenn der Wald wieder erwacht und alles grünt und blüht. Dann bilden unzählige Blätter und Nadeln das grüne Dach, sind zuständig für das gesunde und angenehme Klima des Waldes. Längst ist der Wald von heute keine unberührte Natur mehr. Er ist vielmehr ein Forst aus Menschenhand. Urwald gibt es in Deutschland so gut wie nicht mehr. Und trotzdem gehören einige deutsche Buchenwälder mit zu den schönsten der Welt. Wachsen und vergehen. Der ewige Kreislauf der Natur. Hier im Wald wird er mir besonders deutlich. Die uralten Bäume erinnern mich daran, dass dieser Wald eine lange Geschichte hat, voller Geheimnisse und Rätsel. Vor etwa 10.000 Jahren lebten hier noch die mächtigen Wisente, ebenso Elche, Bären und Wölfe. Sie wurden von den Eiszeitjägern als Beute gejagt. Nur etwa 2000 Jahre dagegen ist es her, dass der römische Feldherr Varus im Kampf gegen die Germanen eine empfindliche Niederlage einstecken musste. Zwischen dem Rhein und dem dahinterliegenden Westerwald erinnern noch heute rekonstruierte Wachtürme an die Zeit der Römer. Von hier bis zur Donau, fast 500 Kilometer lang, erstreckt sich auch der alte römische Grenzwall, der Limes. Seit 2005 ist er sogar als UNESCO-Welterbe anerkannt. Mich aber zieht es aus ganz anderen Gründen in den Wald. Die Lust an der wilden Natur und vor allem an den Tieren. Sie will ich immer wieder aufs Neue entdecken und belauschen, ihnen nachspüren und sie hautnah erleben. Die letzten Geheimnisse des Waldes.